Hallo und herzlich willkommen zu Strixhaven, der Akademie der Magier und Musik, die nicht drinne ist, wenn ich nicht im Spiel bin. Und das Spiel ist, glaube ich, auch ziemlich laut. Ich glaube, ich sollte das nochmal ein bisschen leiser. So. Und für mich auch nochmal. So. Passt. Willkommen. Ja, gut. Wenig überraschend, hier ist nicht viel. Wir sind wieder auf Level 1, weil es geht ja immer um die Meisterung. Ja, die Meisterung hier. Strixhaven Meisterung. Da, da kriegt man schöne Booster und eine sagenhafte Kartenbelohnung. Ui. Ja, gut. Also wenn man hier unten wäre. Wir sind aber hier oben. Aber das heißt nicht, dass es da nicht schöne Dinge gibt. Da gibt es auch Booster. Da gibt's. Ja, da. Und. Ja. Alle zwei Level gibt es Booster. Da gibt es noch eine Meisterungssphäre. Wie sieht denn der Meisterungsbaum hier eigentlich aus? Der sieht so aus. Naja, passend zu den 5 Fakultäten sieht er dann so aus. Why not? Nee. Und wir können natürlich auch Booster. Wir können natürlich wieder Booster öffnen. Zuerst, weil mir ja auf YouTube gefragt worden ist, wo ich die Codes her habe. Naja, man kann danach googeln. Da findet man die eigentlich schnell. Zum Beispiel gibt es auch Play Strixhaven. Das ist sogar auf der Wizards-Seite selber, ne, von Magic. Um natürlich 3 Booster zu bekommen. So. Dann, bei den Boosterpackungen gibt es natürlich Strixhaven jetzt hier oben auch, ne? Und da können wir uns auch erstmal das ganze Geld gönnen, um was Gutes draus zu bauen. So, wir kriegen ja eh wieder Geld, was wir freispielen, also hier Gold. Ne? Dementsprechend alles kein Problem. Wir haben 11 Booster. Die werden wir natürlich jetzt nach und nach aufmachen und uns mal die Karten angucken, ne? So. In jedem Booster gibt es auf alle Fälle schon mal eine von diesen Karten hier aus dem mystischen Archiv. Ja. Die sind zwar teilweise nicht standardlegal, außer die sind halt in dem Set standardlegal. Aber, ja. Hier haben wir zum Beispiel den trutzigen Schlag für ein weißes Spontanzauber. Eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges und ziehe eine Karte. Sonst gibt es halt noch das hier, Lektion, die man außerhalb des Spiels auch wieder reinholen kann, wenn auf der Karte steht, lerne eine Lektion. Hier haben wir zum Beispiel Umweltwissenschaften für 2 beliebige. Hexerei Lektion. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, zeige sie offen vor, nehme sie auf deine Hand und mische danach. Du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Sonst haben wir hier noch eine häufige Wildcard, den Blutzeitaltar-General. Ein beliebig ein Rot. Ja, wir gehen hier so ein bisschen durch. Ich werde jetzt hier nicht alles vorlesen, das würde einfach zu lange dauern. Wir wollen ja auch spielen. Aber die hier gehen wir auf alle Fälle durch immer. Erfindungsreiches Können. Für x beliebig und 2 beliebig und blau. Hexerei. Du kannst 2 beliebig und blau bezahlen, anstatt diese Mana-Kosten dieses Zauberspruch zu bezahlen. Falls du die 2 beliebig und ein Blau-Kosten bezahlt wurden, ziehst du 3 Karten. Danach erzeugt ein Gegner 2 Schatzspielsteine und wendet Hellsicht 2 an. Ja, toll. Falls du die regulären Kosten bezahlt wurden, ziehst du X-Karten. Boah, okay. Next. Hier haben wir Raub
des Erstgeborenen, Hexerei. Übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl mit Mana-Betrag 3 oder weniger, enttappe sie. Sie erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Ja, Mana-Betrag sind jetzt die umgewandelten Mana-Kosten. Sonst haben wir hier noch andere Karten, die ihr euch alle mal gerne mal erstmal angucken könnt. Ich drücke hier einfach nur so ein bisschen rüber, damit man die größer sieht. Und hier haben wir... Weil die habe ich mittlerweile sehe ich diese Karte auch häufig überall. Ich weiß auch nicht warum. Beledros Blütenwerk. 5 beliebig, ein Schwarz, ein Grün. Legendäre Kreatur, ältester Drache. 4/4. Fliegend. Zu Beginn des Versorgungssegments erzeugst du einen 1/1 schwarzen und grünen Schädling. Den sehen wir ja da. Kreaturenspielstein mit. Wenn diese Kreatur stirbt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Bezahle 10 Lebenspunkte, enttappe alle Länder, die du kontrollierst, aktiviere diese Fähigkeit nur einmal pro Zug. Ja, gut. 10 Lebenspunkte bezahlen, auch nicht schön, da müsste man schon genug haben. Nur um die Länder wieder zu enttappen. So. Hier haben wir das. Uiuiui. Das. Uiuiuiui. Das. Durchpreschen. Auch schön, ne? Grundhort-Ausgrabung. Hier haben wir eins von diesen Doppelländern, die es hier gibt. Hier ist es der Siedefrostknoten. Und hier aber nochmal eine Lektion. Ja, aber das ist dann die aus dem mystischen Archiv. Man sieht es hier auch ein bisschen. Ja, hier. Die Traubenkartusche. Ein beliebig, ein rotes. Die Traubenkartusche fügt einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu und Sturm. Das heißt, wenn du diesen Zauberspruch wirkst, kopiere ihn einmal für jeden Zauberspruch, der in diesem Zug vor ihm gewirkt wurde. Du kannst neue Ziele für die Kopien bestimmen. Okay. Next. Dann wieder durchpreschen. Vorzeigeunterricht. Hier auch mit Hybrid-Mana, da muss man mal ein bisschen gucken. Hier haben wir nochmal eine Lektion. Hier haben wir Zwang aus dem mystischen Archiv für ein Schwarz. Hexerei, ein Gegner deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Karte, die weder eine Kreatur noch ein Land ist. Der Gegner wirft die bestimmte Karte ab. Und... Die Strömungsbildnerin für 2 beliebige und 2 blau. Abwehr für 2 beliebige. Das bedeutet, immer wenn eine bleibende Karte mit Abwehr das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, den bzw. die ein Gegner kontrolliert, neutralisiere den Zauberspruch bzw. die Fähigkeit, es sei denn, sein bzw. ihr Beherrscher bezahlt die Abwehrkosten, im Falle 2 beliebige. Ja. Also Strömungsbildnerin, Kreatur, Mehrfolgzauberer für 2/2 mit Abwehr. Wenn die Strömungsbildnerin ins Spiel kommt, schicke eine Spontanzauber- oder Hexereikarte aus deinem Friedhof ins Exil, liege so viele +1/+1 Marken auf die Strömungsbildnerin, wie die Hälfte des Mana-Betrags jener Karte aufgerundet beträgt. Ui. Die Hälfte. Ah ja, der Karte. Und dann noch aufgerundet. Und auf der Rückseite... Flammenwerfer-Sonate, ein beliebig, ein Rot, Hexerei, wirf eine Karte ab und ziehe dann eine Karte. Wenn du auf diese Weise eine Spontanzauber- oder Hexereikarte abwirkst, fügt die Flammenwerfer-Sonate einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl den bzw. die, ich habe jetzt den zuerst gelesen, du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in Höhe des Mana-Betrags jener Karte zu. Naja, das ist nicht die Hälfte, sondern das ist einfach nur die Höhe des Mana-Betrags. Ja. Wichtig, solche Karten. Strudelläuferin, sondern der Redner, alles klar. Wirbelnde Verweigerung. 2 beliebig, ein Blau. Spontanzauber. Für jeden Zauberspruch und jede Fähigkeit, den bzw. die ein Gegner kontrolliert, neutralisiere ihn bzw. sie, es sei denn sein bzw. ihr Beherrscher bezahlt. 4 beliebiger.
Ja, ich weiß, man will hier ein bisschen aufs richtige Gendern gehen, deshalb steht da mal den bzw. die. Sein bzw. ihr. Ist auf Dauer natürlich ein bisschen anstrengend, aber ich kann es verstehen. Und als seltene Karte haben wir hier Lehren der Urzeitwesen für zwei beliebige und ein blaues. Hexerei Lektion. Falls ein Gegner mehr Karten auf der Hand hat als du, ziehe zwei Karten. Ziehe stattdessen drei Karten, falls ein Gegner mindestens vier Karten mehr auf der Hand hat als du. Kann gerne mal passieren, wenn man keine Karten hat. Haben wir nochmal Zwang. Klippenstadt Wächter und Klippenstadt Retterin in einem Booster. Hier haben wir nochmal eine Lektion. Das ist eher so ein Kundhold-Deck hier. Wenn hier noch eine rote oder weiße Karte drin ist, ne, dann ist außer Zwang alles rot-weiß. Nö. Das ist eine Blütenweltkarte. Beherrschen der Unendlichkeit. Da fehlt ein T. Für ein beliebiges zwei, ich meine drei schwarz und drei grün. Spontanzauber. Tausche deine Hand und deinen Friedhof. Schicke das Begehren der Unendlichkeit ins Exil. Ja. Okay, dann hat man es bei seiner Hand voll. Next. Hier nochmal den Vorzeigeunterricht. Silberkiel-Schwurmagierin. Speer der Sterblichkeit. Und natürlich Verlockung der Möglichkeiten. Ein beliebiges, ein rotes Spontanzauber. Wirf als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, eine Karte ab. Ziehe zwei Karten. Und Knorriger Professor. Zwei beliebige, zwei grüne. Kreatur. Baumhirte Druide 5-4. Verursacht Trampelschaden. Wenn der knorrige Professor ins Spiel kommt, lerne eine Lektion. Das heißt, da kann man aus dem Sideboard eine Lektion. Ich habe hier gerade keine. Ihr wisst schon, die mit dem Lektionszeichen hier oben. Raussuchen. Next. Ja, hier haben wir eine Lektion zum Beispiel. Da steht auch Lektion drauf und da ist halt ein Zeichen oben links. Ne? Sonst haben wir hier nochmal so einen Knoten. Von vorne anfangen ist auch eine Lektion. Und hier haben wir wieder die aus dem mystischen Archiv. Herannahen der zweiten Sonne. Für sechs beliebige und ein weißes. Hexerei. Als dieser Zauberspruch aus deiner Hand gewirkt wurde und du in dieser Partie bereits einen anderen Zauberspruch namens Herannahen der zweiten Sonne gewirkt hast, gewinnst du die Partie. Andernfalls lege Herannahen der zweiten Sonne als siebte Karte von oben in die Bibliothek ihres Besitzers und du erhältst sieben Lebenspunkte dazu. Ja, also entweder eine zusätzliche Siegbedingung oder halt man kriegt nochmal ein paar Lebenspunkte. Vor allem, wenn man die immer wieder ausspielt, weil die wieder in die Bibliothek kommen, dann kriegt man ja immer wieder Lebenspunkte und packt die immer wieder in die Bibliothek, ne? Oh, der Cody. Die ist etwas strange. Cody, der Poltener Kodex. Für drei beliebige legendäre Artefakt, Kreatur, Konstrukt 1-4. Du kannst keine bleibende Karte Zaubersprüche wirken. Und 4 und Tappen erzeuge weiß, blau, schwarz, rot und grün. Wenn du in diesem Zug deinen nächsten Zauberspruch wirkst, schicke so lange die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil, bis du eine Spontanzauber- und oder Hexereikarte mit niedrigerem Mana-Betrag ins Exil schickst. Bis zum Ende des Zuges kannst du jene Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Hier haben wir nochmal eine Lektion mit Umweltwissenschaften. Ja, Buchbücher wo ist auch teuer. Gut. Und hier haben wir Krusas Eingriff. Zwei beliebige, ein grünes Spontanzauber mit Sekundenbruchteil. Oh Gott, Sekundenbruchteil ist auch schon ganz, ganz alt. Solange dieser Zauberspruch bis sich auf dem
Stapel befindet, können Spieler keine Zaubersprüche wirken oder Fähigkeiten aktivieren, die keine Mana-Fähigkeiten sind. Ja, das heißt, danach ist quasi Ende. Also es ist halt eine Mana-Fähigkeit. Zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Gieren. Die Karte sehe ich in letzter Zeit häufig. Einbeliebiges, ein blaues Spontanzauber. Neutralisiere einen Nicht-Kreaturzauberspruch deiner Wahl. Ist eine Karte, die gab es erst in Zendikars Erneuerung. Die habe ich in physischer Form. Video auf YouTube. Wenn ihr es auf Twitch seht, heute um 18 Uhr, dann werdet ihr die Karte nochmal sehen. Schon mal als kleines Spoiler. Einführung in die Vernichtung ist nochmal eine Lektion. Oder der Blütenberg Zauberlehrling. Falls ihr das übrigens hier jetzt auf YouTube seht, das Video kam dann gestern, logischerweise. Und bam. Ifrit, Flappzeichnerin, 3 beliebig, 1 rot. Kreatur Ifrit Schamane, 1-4, Doppelschlag. Diese Kreatur fügt sofort Erstschlags- als auch normalen Kampfschlagen zu. Gilt nicht, wenn Kreaturen kämpfen. Oh. Doppelschlag. Immer wenn die Ifrit-Namenzeichnerin einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Spontanzauber- oder Hexereikarte deiner Wahl aus deinem Friedhof wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Falls der Zauberspruch auf deinem Friedhof gelegt wurde, schicke ihn stattdessen ins Exil. Ja, damit man den nicht nochmal rausholt, ne? Das wäre ja irgendwie... Immer wenn die angreift, könntest du ja den gleichen Spruch wieder nehmen. Das ist ja irgendwann auch nervig. Ja. Und das letzte. Ein Zauberranzen. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder kopierst, lege eine Buchmarke auf den Zauberranzen. Für Tappen und entferne eine Buchmarke vom Zauberranzen, erzeuge ein beliebiges, ein farbloses Mana. Und für 3 Tappen und entferne 3 Buchmarken, ziehe eine Karte. Magiefertigkeit ist immer ist ja auch ein neues Schlüsselwort sozusagen. Diese Fähigkeit wird ausgelöst, wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder kopierst. Ja. Dann haben wir hier noch aus dem mystischen Archiv Schlangenhautschleier für ein Grün. Spontanzauber, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Sie erhält Flugsicherheit bis zum Ende des Zuges. Und damit wir noch mehr Text lesen können, nochmal solch eine Karte. Plag, Dekan des Chaos, für ein beliebiges, ein rotes, legendäre Kreatur, Ork-Schamane, 2/2. Betappen und wirf eine Karte ab, ziehe eine Karte. Ja, okay. Für 4 beliebige, ein rot und tappen, decke Karten oben von deiner Bibliothek auf, bis du eine nicht-legendäre Karte mit Mana-Betrag 3 oder weniger, die kein Land ist, aufdeckst. Du kannst die Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Lege alle aufgedeckten Karten, die nicht auf diese Weise gewirkt wurden, in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Und auf der Rückseite, Augusta, Dekanin der Ordnung, 2 beliebige, ein weißes, legendäre Kreatur, Mensch, Kleriker, 1/3. Andere getappte Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+0. Andere ungetappte Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +0/+1. Immer wenn du angreifst, enttappe alle Kreaturen, die du kontrollierst, und tappe dann eine beliebige Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst. Ja. Das heißt, erstmal alle wieder enttappen und dann können wir nochmal eine beliebige Anzahl tappen, was ich nicht so ganz verstehe. Weil Getappte sind zwar dann stärker, aber danach kommt ja eher der Gegner dran und macht Dinge. Naja, gut. Das war das. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier... Hier seht ihr nochmal mein Profil. Achso, wenn wir hier schon mal hier sind. Ich habe mich natürlich auch in die App mal eingeloggt. In die Handy-App. Ich habe jetzt auch den hier, den Trop da. Den Top da. Können wir ja mal nehmen. Emotes. Ja, hier gibt es halt die. Ne? Die Wörter.
Hoppla, sorry, ich denke nach, du bist dran. Schön, okay. Ja. Die kriegt man eigentlich mit dem Meisterungspass, ne? Gut. Nur mal so als kleine Information. Was müssen wir hier machen? Wirke 20 weiße oder grüne Zaubersprüche. Wirke 20 blaue oder grüne. Naja. Greife mit 30 Kreaturen an. Boah, gut. Können wir erstmal so lassen. Ich mach kurz mal mein Deck ein bisschen besser. Ich habe das hier übrigens, das Bild wieder geändert. Und das habe ich mal auch als Favorit markiert. Wir werden jetzt dieses Random Testdeck mit Strixhaven-Karten einfach mal ausstatten. Wir sind immer noch, natürlich immer noch im Standard. Deshalb ist es hier wichtig, dass, ja, wir hier auch, guck mal, hier haben wir natürlich auch ein Sideboard jetzt mit 7 Karten. Was wir mit im Best of One natürlich füllen können. So, das heißt, wir werden hier ein paar Karten austauschen. Erstmal mal gucken, wie viele Kreaturen haben wir. 21. 21 Kreaturen sind eigentlich ziemlich viele. Ich müsste Kreaturen rausnehmen. Kann man hier so eigentlich auswählen? Ja gut, nicht viel. Wir bleiben aber bei Standard. Zwang müsste dann auch eine Standardkarte sein. Das würde der mir die ja nicht anzeigen. Und wir bleiben wahrscheinlich auch mal bei diesen Farben hier. Das heißt, eigentlich könnte ich das Ding auch ändern in ja, Silber. Ja, Silber, genau. Silber, Kiel, Testdeck. Ja, einfach um ein paar Silber-Kiel-Karten reinzuhauen. Was ich vielleicht nehme, ist mal den Zauberranzen, aber ich werde mal hier gucken, dass ich vielleicht ein paar, ja, vielleicht teure Karten rausnehme, die jetzt nicht unbedingt. Ja, das zum Beispiel kann raus. Dafür können wir dann mal reinnehmen. Auf alle Fälle den Zauberranzen. Den nehmen wir mal rein. Können wir, glaube ich, ganz gut spielen. Ist jetzt drinnen, ne? Ja, da. Das nehmen wir mal raus. Das nehmen wir mal raus. Das nehmen wir mal raus. So. Und dann wechsle ich mal kurz auf. In der Suche kann man ja nach Z suchen, nach Strixhaven. Haben wir irgendwas mit Lektion? Lerne eine Lektion. Nö. Ich habe zwar Lektionskarten, aber ich habe keine Lerne eine Lektionkarte. Das heißt, ja, wir müssen hier ohne auskommen. Aber ich kann natürlich Karten rein plätschen, die weiß oder schwarz sind. Aber ich werde jetzt kurz mal keine Kreatur nehmen, sondern irgendwie den Rest. So, damit wir hier mal ein bisschen vorankommen. Drei Karten müsste ich jetzt nachholen. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält plus 1, plus 1, plus 2 und Fluchsicherheit. Wäre nochmal so eine schicke Geschichte, die man reinwerfen kann. Eigentlich würde ich hier wirklich gar nicht viel austauschen, gerade wie man merkt. Diesen Zauberspruch wirkst. Kopiere ihn einmal für jeden anderen spontanen Zauber. Und jede andere Hexerei. Ja, gut.
Den nehmen wir mal so rein, einfach, weil ich habe ja gar nichts mit Lerner eine Mission. Meinetwegen auch nochmal die. So, jetzt können wir kurz gucken, ob wir vielleicht nochmal Kreaturen austauschen. In dem Bereich. Immer wenn du eine spontan Zauber. Wenn du ein spontan. Bist du ein anderes Zuges? Boah. Nehmen wir den Lenkdrachen-Kleriker mal raus und nehmen die rein. Und den Alpinhund, den können wir auch mal rausnehmen. Ein und den reinnehmen. Einfach ein bisschen austauschen. Schlammfürst aus. Vor allem, ich habe hier. Mana-Kurve ist ja auch irgendwie. Ich habe hier ganz schön viele Zweier, ne? Also, ich kann eigentlich ganz viel Kleine rausdonnern. Ist natürlich eigentlich auch nicht so gut, ne? Da sollte ich gucken, dass ich hier ein bisschen was rausnehme. Vielleicht die Saga noch raus. Wir noch eine teurere Karte rein. Hier. Silberkiel-Schwurmagierin, die könnte man auch noch reinnehmen. Dafür auch noch so eine Zweier rausnehmen. Wir probieren es mal, ja. Wir machen es mal so. Ich glaube, so sieht's ganz gut aus. Hier könnte man übrigens alle und nicht alle und noch weniger alle und na gut. Wir machen einfach mal los. Wir legen einfach mal los. So. Das Deck wechseln wir natürlich durch das hier. Standard mit Rangliste. Komm, wir machen einfach mit Rangliste. Ja, einfach mal mit Rangliste. Damit wir auch mal im Rang höher kommen. Ist genug getestet. Wir können auch mal mit Rangliste spielen. Vor allem, wir haben ja eh am Anfang auch schwache Gegner. So ist es ja nicht. So. Stimmt, wir haben ja immer noch verschneite Dinger drin. Wegen sowas zum Beispiel. Behalten wir. So, dann. Eine Ebene. Und weiter geht's. Sumpf und dann können wir gleich die hier spielen. Ja, okay. Alles klar. Nehmen wir noch einen von den Hunden. Immer schön Hunde rausholen.